Richtig. Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. The Long Dark ist unser Spiel und wir sind jetzt in dem, ja, in dem Vorratsbunker. Oder bei der Vorratsluke besser gesagt. Jo, erstmal ein bisschen wieder was sammeln hier. Na, den Tee, da hatten wir eigentlich genug von, das brauchen wir nicht. Jo. Super verschlossen, toll. I'll take it. Ja, super auch verschlossen. Ja. Oh, ein Kanister. Super. 3,78 Liter. Schön. Im Normalfall ist da Lampenöl drin. Noch mehr Lampenöl. Sehr schön. Na, die Laterne weiß ich nicht. Ich glaube, die lasse ich stehen. Oder. Na, das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal wieder Holz. Revolvermunition? Wie cool. Nö. Das ist okay. Nö. Mit Sammelgegenstand Teil 3. Aha. Ja, gut. Sehr schön. Zu trinken ist immer gut und diese Energy Drinks, die verleihen uns ein bisschen Spurte fix. Allerdings gibt es danach da Kopfschmerzen, ist ja auch nicht so schön. Also immer schon mit Bedacht einsetzen, die Getränke. Ja, sehr schön. Ist aber jetzt eigentlich eher für uns und nur. Kann man nehmen, muss man nicht. Stoff brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Auf jeden Fall auch nicht zu viel einpacken, weil wir müssen das Ganze ja noch zurücktragen, beziehungsweise wenn wir zu viel Gewicht haben, ist das ja auch nicht so schön. Aber den brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nö. Ah, die Spritze ist super. Na, die Spritze hätte ich bei gefallener Stern auf dem Rückweg am besten gebraucht. So zum Schluss hin. Ich denke mal, das hätte geholfen. Allerdings, ja, da hatte ich sie eben nicht. Na, die Kiste zerlegen wir doch, oder? Das Gewicht ist jetzt langsam im Grenzbereich. Ja, wieder ein bisschen was essen, verlieren wir wieder Gewicht. Also Gewicht aus dem Rucksack. Oder wo auch immer wir das tragen. Und essen müssen wir sowieso, von daher. Gut, noch was trinken. Dosen ist vielleicht die bessere Idee. Das Wasser. Ja, mit dem Wasser haben wir den Vorteil, wir trinken gleich die volle Menge und müssen dann nicht Döschen für Döschen öffnen. Also, wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Also weiterkommen.
Ja, vom Gefühl her sind wir sowieso langsam am Ende der Episode 3. Noch nicht, allerdings bald. Denn unser Fortschritt ist schon, ja, recht gut. Okay. Dann verabschieden wir uns von diesem Ort. Tschüss, Ort. Ja, der Nachteil ist, wir verlieren Zeit. Das ist nicht gut. Und jetzt haben wir auch noch Verstauchungsrisiko, also haben wir zu viel Gewicht. Na. Aber wir brauchen auch Holz, egal wie. Schick. Ja, ich glaube, wir sollten in das Häusle rein. Fix ausruhen, dass wir wenigstens wieder Tag haben. Ah, nee, Streichhölzer. Wir brauchen jetzt nicht ewig lange Licht, würde ich sagen. Ne? Schmerzmittel? Da stand doch vorhin da This'll nicht, come in oder? handy. Na, 10 Stunden, ob das reicht? Oh. Sieht noch recht dunkel aus. Ja, aber es wird. So, jetzt sollte es auf jeden Fall hell sein. Und wie schaut es aus? Na, na. Na. Ja, es ist hell. Juhu. Sehr schön. Streichhölzer weggepackt. Alles ist gut. Noch schnell ein bisschen gewichtlos werden. Jo, schön hell. Kein Sturm. Bestes Wetter. Klasse. Nee, nicht doch. Ach, schon wieder die Wölfe. Ah, komm schon. Joa. Abschrecken ist die bessere Idee. Also erschießen will ich sie eigentlich nicht. Ich hoffe doch. Aha. Ja, wir haben es fast geschafft. Nein, das war nichts. Das war mal so gar nichts. Oh, wo, oh, wo? Oh. Wo ist er? Da. Und. Ich glaube, den haben wir sogar getroffen. Oh. Okay, das dauert mir jetzt irgendwie zu lange. Einfach weiter. Bei gefallener Stern hat das ja auch funktioniert, einfach von den Wölfen weglaufen.
tue ich sie nicht. Das ist doch, denke ich, ganz gut. Ah, komm, los, lauf. Ah, jetzt höre ich was. Oh, oh. Ah, wir können nicht schneller laufen. Umdrehen will ich mich jetzt aber auch nicht. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, wir sind sie los. Ja, tatsächlich. Aber ich höre sie. Hm. Also die Bedrohung müsste eigentlich vorbei sein, oder? Bist doch. Da. Ich glaube, der hat das nicht verstanden. Hm. Na gut. Wieder. Juhu. Ja, die Stadthalle und der Vorratsschrank schnell auf und alles rein, was wir haben. Hoffentlich reicht das jetzt. Na. Nee, noch lange nicht. Komm schon. Hm. Nein. Da fehlt uns immer noch fast 4 Stunden. Und ja, besser. Petroleum. So, brauchen wir es. So, mal schauen. Das müsste eigentlich als Petroleum gelten. Und nein, es zählt als Brennstoff. Und dann nur so ein bisschen. Nee, das gebe ich nicht her. Ja, das müsste doch jetzt endlich mal. Was ist da los? Hm. Wo kommen die ganzen Dosen her? Egal, weg. Wir haben einen Kochtopf, das reicht. Ah, jetzt ein Petroleum. Sehr schön. Hat ein bisschen gedauert, aber okay. Obwohl, wenn ich das gerade sehe, der Kanister hat uns gar nichts gebracht eigentlich. Oder? Egal, der bleibt bei uns. So, ja, was machen wir jetzt? Also, ich glaube, ich muss nochmal los Holz sammeln. Oh, oh. Na, zum Glück ist es ja nicht mehr viel. Müsste doch schnell zu finden sein. Vielleicht finde ich ja jetzt so eine Kohlenkiste. Das wäre doch wirklich toll. Und nö. Nein. Auch nichts. Ja, je nach Spielfortschritt kann es passieren, dass plötzlich etwas da ist, was nicht da gewesen ist vorher. Wie mit den Schmerztabletten. Ich denke, da waren keine Schmerztabletten vorher. Und hier hinten schauen wir auch nochmal nach. Da unten sehe ich eigentlich nichts, oder? Hm.
Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch hinterm Haus sein können. Mal gucken. Nö, ist auf jeden Fall nichts. Tja, müssen wir wohl Stöcke sammeln. Auf jeden Fall wäre es toll, wenn es Tag bleibt. Also am besten. Na, 10 Minuten, das geht ja noch. Möglichst wenig Zeit verschwenden. Und ich will genauso fertig werden mit der Aufgabe. Und ich kann spüren, wie wir immer näher der Episode 4 kommen. Das kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Ja, das ist eine ganze Menge, was wir noch an Holz brauchen. Und jetzt finde ich hier nichts. Nein, gibt's doch gar nicht. So viele Bäume und keine Äste. Keine Stöcke. Was auch immer. Na, auch nichts. Ja, flitz nochmal. Na, muss es damit gehen. Ja, auch nur 10 Minuten, sehr schön. Hinten scheint die Ausbeute besser zu sein. Haha. Naja, wenn es nicht anders geht. Dann muss es halt so gehen. Und einer. Also ich versuche hier absolut nichts zu übersehen. Ich hoffe, das gelingt mir. Bringen wir schon mal. Nee. Da liegt doch was richtig Großes. Und da was Mittelgroßes. Sehr schön. Ja, es wird langsam High Noon hier. Mal schauen. Ja, den können wir auch zerlegen. So, jetzt haben wir sogar nach einen nun. Klasse. I can't feel my hands. Ja, ja, ja. Halte durch, halte durch. Ich gehe jetzt nicht rein, um dich aufzuwärmen und danach muss ich weitersuchen. Nix. Nein. Wir haben zum Glück immer noch diese Spritze und für den Fall, dass uns hier schummrig wird oder so. Dauert mir alles zu lange. Ich will wenigstens wissen, wie es aussieht, ob wir jetzt vielleicht schon genug haben. Puss. Schon wieder Hunger. So, rüber damit. Noch nichts passiert. Was ist da los? Schon wieder. Na, ja, das ist leider ein bisschen verbuggt hier irgendwie. Also nicht verbuggt. Also es dauert irgendwie ein bisschen länger, bis es angezeigt wird. Aber naja, gut. Mal neu reinschauen. Ja, es hat gereicht. Wir haben schon viel zu viel gesammelt. Naja, gut. Okay. Das Ziel ist abgeschlossen. Mhm. Gut. Dann gehen wir mal wieder zum Pater. Mit Pater Thomas reden. Ah ja, gut. Und wie? Der redet auch nicht mit uns. Ah, den Schlafsack packe ich jetzt vielleicht doch mal ein. Denn... Hey, was ist da los? Wieso komme ich da nicht hoch? Da, da. Eine Treppe führt hier hoch. Schön. Nach so viel Zeit, die ich gewesen bin, sehe ich jetzt die Treppe das erste Mal. Der lässt sich immer noch nicht ansprechen. Hallo. Pater Thomas? Hallo. Aufwachen. Aufwachen. Ah, jetzt. Ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Thank you for your efforts. You have likely saved the lives of all these people. They now have a fighting chance to last through this storm.
You have done God's work here, and he will forever look favorably upon you. Thank you, Father. Do you think while looking favorably on me, he could also help me find a way out of here? As I said, the usual paths are blocked. But the blizzard, it may have displaced enough snow to... To what? There is another route. It's a dangerous one. Through the mountains. I'll take my chances. I really need to get to Perseverance Mills. If things are this bad here, they'll be worse. Look, I just need to get there. Can you help me? An entrance to the old coal mine. If the blizzard moved enough snow, you might be able to get in there. It passes through the mountain. After that, you'll find the highway. It follows the coastline. Follow the highway, and God willing, you'll get to Perseverance Mills. Here, I'll draw it on your map for you. Thank you, Father. My thanks to you, my child. And if you'll permit an old priest an indulgence, I'd like to share some wisdom with you. Go ahead, Father. Your burden. I see it weighs heavily on you. I don't know what you mean. Yes, you do. You do not have to carry it alone. Look, thank you, Father. But religion isn't really... I don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith. But find something, someone, to help with your burden. Otherwise, it will consume you. Look around you, Father. I think the Lord may have his hands full right now. Whatever burdens I may have, they're mine to bear. And mine alone. However crowded his table, there is always a seat for you, my child. I'll keep it in mind, Father. Here, you should take this back. Keep it, my child. I fear you will have need of it before this long winter is done. Ja, sehr aufschlussreich, wunderbar. Gut. Kapitel 4 folgen. Ja, okay. Das... Verlasse das Gemeindezentrum. Okay. Ja, aber von der Sache an sich, ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt doch noch ein Abo mit. Kommt wieder und kommentiert. Einen kleinen Daumen hoch wäre auch schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.